Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer von Gerd Kommer. Hast du jemals über die Vorzüge des Besitzes deiner eigenen vier Wände nachgedacht? Viele Mieterinnen haben wahrscheinlich schon über Mietsteigerungen geflucht und von der Unabhängigkeit und finanziellen Sicherheit eines eigenen Eigenheims geträumt. Doch bevor du den Schritt in die Welt der Immobilien wagst, ist es wichtig, sich gründlich zu informieren und vorbereiten. Diese Kernaussagen jedes Kapitels und des Buches bieten eine Einführung in die wesentlichen Aspekte der Eigenheimfinanzierung und helfen dir, Fallstricke, Fehler und Fehlinformationen zu vermeiden. Du wirst erfahren, warum Wissen nicht nur Macht, sondern auch Geld bedeutet, warum es ratsam ist, Bankern und Maklern mit gesundem Misstrauen zu begegnen und welchen Fehler Paare unbedingt vermeiden sollten, wenn sie den Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen. Kernaussage 1. Der Mythos vom sicheren und rentablen Eigenheim. Der Traum vom Eigenheim ist nach wie vor lebendig und viele Menschen hegen den Wunsch, sich diesen Traum zu erfüllen. Die Gründe für den Immobilienkauf sind oft sowohl finanzieller als auch emotionaler Natur. Doch sind selbstgenutzte Immobilien wirklich so sicher und gewinnbringend, wie es oft angenommen wird? Häufig hört man von frisch gebackenen Eigenheimbesitzern Sätze wie: Jetzt muss ich keine Miete mehr bezahlen oder meine monatlichen Wohnausgaben fließen in meine eigene Tasche. Aber diese Annahmen sind nicht immer korrekt. Zweifellos machen die historisch niedrigen Zinsen seit etwa 2010 den Immobilienkauf attraktiver, insbesondere durch Finanzierung. Allerdings steigen die Immobilienpreise in Metropolen stark an, was den Zinsvorteil teilweise aufhebt. Zudem sind die Renditen keineswegs üppig, wenn man die Wertsteigerung und eingesparte Miete von den Instandhaltungskosten abzieht. Tatsächlich war die inflationsbereinigte jährliche Wertsteigerungsrate in Deutschland zwischen 1979 und 2015 negativ, im Durchschnitt minus 0,1% pro Jahr. Das bedeutet, dass Immobilien in diesem Zeitraum an Wert verloren haben. Wer also vor allem Vermögen aufbauen möchte, findet möglicherweise in anderen Anlageformen wie Indexfonds und ETFs bessere Optionen. Das bedeutet jedoch nicht, dass du deinen Traum vom Eigenheim aufgeben solltest. Vielmehr ist es wichtig, realistisch an die Sache heranzugehen und keine unrealistischen Gewinnerwartungen zu hegen. Der Mythos, dass ein Eigenheim eine sichere Vermögensanlage und Altersvorsorge darstellt, hält sich hartnäckig, obwohl er oft von der Immobilien- und Bankenbranche gepflegt wird. Ein Immobilienkredit hat jedoch einen unschlagbaren Vorteil, da er eine Art Zwangssparvertrag darstellt. Das bedeutet, er zwingt dich als Kreditnehmer dazu, regelmäßig und konsequent deine Darlehensraten zu zahlen, was im Wesentlichen Sparen ist. Im Gegensatz dazu müssen Mieter viel Disziplin aufbringen, um ihr Geld sinnvoll anzulegen, während Kreditnehmer durch die monatlichen Ratenzahlungen automatisch sparen. Kernaussage 2. Die vielfältigen Kosten eines Immobilienkaufs. Immobilienmakler, Banken und Buchautoren versprechen oft, mit Immobilien zum Millionär oder 100% risikofrei. Doch angehende Eigenheimbesitzer sollten nicht blind diesen Werbeversprechen vertrauen, sondern stattdessen gründlich recherchieren und ihre Hausaufgaben machen. Ein entscheidender Aspekt dabei ist die umfassende Kalkulation der Kosten. Viele, die sich einen Immobilienkauf wünschen, haben in der Planungsphase vor allem die Kaufsumme und die Darlehenszinsen im Blick und unterschätzen dabei oft erhebliche, zusätzliche Kosten, die mit dem Immobilienkauf einhergehen. Zu diesen unterschätzten Kosten gehören die Transaktionskosten. Sie beinhalten alle Ausgaben, die bei der Abwicklung des Kaufs anfallen, wie die Grunderwerbssteuer, Notar- und Maklergebühren. Zudem sollten die Verkaufskosten bei einem eventuellen Wiederverkauf der Immobilie von Anfang an einkalkuliert werden. Insgesamt machen diese Transaktionskosten in Deutschland im Durchschnitt satte 9,9% des notariellen Kaufpreises aus. Ein weiterer oft unterschätzter Kostenfaktor sind die laufenden Nebenkosten. Hierzu zählen die Grundsteuer, Energiekosten, Gebäudeversicherungsbeiträge, Verwaltervergütungen und Kommunalabgaben. Die Instandhaltungskosten dürften den Löwenanteil der laufenden Nebenkosten ausmachen. Gebäude unterliegen dem nutzungs- und zeitbedingten Wertverlust, der nur durch regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen ausgeglichen werden kann. Im Internet und in Verkaufsreden von Maklern kursieren oft Richtwerte wie 1% des Gebäudezeitwerts oder 6 bis 12 Euro pro Quadratmeter jährlich. Diese Schätzungen sind oft zu niedrig angesetzt. Realistischer sind 1,5 bis 2% für neue Gebäude und 2 bis 3% für ältere oder Luxusimmobilien sowie für freistehende Gebäude. Zudem sind Instandhaltungskosten nicht regelmäßig und in gleicher Höhe fällig.
Ein Neubau benötigt in den ersten 10 Jahren vielleicht wenig Wartung, könnte jedoch später teure Überraschungen bringen. Besonders Familien mit nur einem Einkommen sollten den Abschluss einer Berufsunfähigkeits- oder Risikolebensversicherung in Betracht ziehen. Wer darüber nachdenkt, eine gebrauchte Immobilie zu erwerben, tut gut daran, einen unabhängigen Gutachter hinzuzuziehen. Viele haben sich bereits von einem ansprechenden Äußeren oder einer frischen Sanierung bei der Besichtigung ihrer Wunschimmobilie blenden lassen und später teuer dafür bezahlt. Zuletzt sind die sogenannten Opportunitätskosten zu erwähnen, die alle entgangenen Gewinne bezeichnen, die bei einer anderen Verwendung des Geldes, beispielsweise in Aktienfonds oder ETFs, erzielt worden wären. Die goldene Regel für die Kostenkalkulation lautet: immer vom schlimmsten Fall ausgehen, denn nach Unterzeichnung des Vertrags gibt es oft kein Zurück mehr. Kernaussage 3: Die Wahl des Kreditmodells hängt von der individuellen Situation ab. Die Zinsen für das Darlehen sind einer der wichtigsten Kostenpunkte bei der Finanzierung eines Eigenheims. Es gibt viele verschiedene Angebote und Modelle, und die Wahl des richtigen Kreditmodells hängt stark von der individuellen Situation ab. Die gängigste und meist sinnvollste Form der Finanzierung ist das Annuitätendarlehen mit Festzinsbindung. Ein großer Vorteil ist die gleichbleibende und planbare jährliche Zahlungsbelastung. Der Kreditnehmer bleibt während der Zinsbindungsdauer von Marktzinsschwankungen unberührt. Dieses Modell ist transparent, relativ unkompliziert und kann gut mit anderen Formen der Fremdfinanzierung kombiniert werden. Es könnte jedoch als nachteilig empfunden werden, wenn mehr Flexibilität erforderlich ist, beispielsweise aufgrund schwankender Einkommensverhältnisse oder erwarteter großer Geldbeträge durch Erbschaften. Für diejenigen, die mehr Flexibilität benötigen, könnte ein variabel verzinslicher Kredit, bei dem der Zinssatz regelmäßig an den Marktzins angepasst wird, eine Option sein. Dieses Modell hat jedoch höhere Risiken, insbesondere in Niedrigzinszeiten. Der klassische Bausparvertrag, obwohl er kürzere Laufzeiten und höhere Tilgungsraten bietet, sollte mit Vorsicht betrachtet werden. Er bietet niedrige Zinsen mit fester Bindung und ermöglicht jederzeitige Sondertilgungen in beliebiger Höhe. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich der Niedrigzinsen und hoher Abschlussgebühren. Es besteht auch Unsicherheit über den Zeitpunkt der Darlehensverfügbarkeit und die Gewährung des Darlehens selbst. Der Autor warnt dringend vor Kapitallebensversicherungen und Fremdwährungskrediten. Auf der anderen Seite können das Riester-Darlehen sowie Förderkredite und staatliche Zuschüsse, obwohl komplex und arbeitsintensiv, lohnenswert sein. Diese Formen der Kreditaufnahme bieten günstige Konditionen und eignen sich gut zur Diversifizierung der Kreditlast auf mehrere Kreditgeber. Dies kann vorwiegend in Krisenzeiten von Vorteil sein, um nicht alle Schulden bei einer gewerblichen Bank zu haben. Kernaussage 4: Die monatliche Belastung lässt sich maßgeblich über 3 Faktoren steuern. Für die meisten, die ein Eigenheim kaufen möchten, ist die monatliche Belastung ein entscheidender Faktor. Neben den laufenden Kosten wird diese Belastung vor allem durch 3 Schlüsselfaktoren gesteuert: dem Anteil der Fremdfinanzierung, der Tilgungsdauer und, falls zutreffend, der Zinsbindungsdauer. Es ist offensichtlich, dass der Anteil der Fremdfinanzierung so gering wie möglich sein sollte. Wer nicht in der Lage ist, mindestens 20% des gesamten Kaufpreises als Eigenkapital aufzubringen, wird Schwierigkeiten haben, einen Kreditgeber zu finden oder wird mit höheren Zinsen bestraft. Dies liegt daran, dass geringeres Eigenkapital für die Bank ein höheres Risiko darstellt, das sie sich angemessen vergüten lässt. Daher ist es auch nicht ratsam, neben der Immobilienfinanzierung in andere Anlageformen zu investieren. Es ist unlogisch, Zinsen für einen Immobilienkredit zu zahlen, während gleichzeitig Gelder in Kapitallebensversicherungen, Bundesanleihen oder Aktienfonds gebunden sind oder noch Schulden in Form von Überziehungskrediten bestehen. Die beste Vorgehensweise ist, alle verfügbaren Mittel freizusetzen und möglichst schuldenfrei in den Immobilienkauf zu starten. Da Eigenkapital und Einkommen normalerweise feststehen, ist die Tilgungsdauer ein wichtiger Hebel, um die monatliche Belastung zu beeinflussen. In Deutschland ist die durchschnittliche Tilgungsdauer in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und lag 2015 bei durchschnittlich 13 Jahren. Trotzdem sind Tilgungszeiträume von bis zu 30 Jahren möglich, was zu geringeren monatlichen Belastungen führt. Es ist jedoch unüblich, längere Laufzeiten zu wählen, da sie für Banken ein höheres Risiko darstellen. Seit 2016 schreibt der Gesetzgeber außerdem vor, dass die Volltilgung spätestens bei Eintritt in den Ruhestand erfolgen muss.
Die Wahl der Zinsbindungsdauer ist ebenfalls entscheidend. Generell gilt, je länger die Zinsbindungsdauer, desto sicherer, aber auch unflexibler ist die Finanzierung. Eine intelligente Lösung für diese Herausforderung ist, den Kredit in mehrere Teilkredite oder Tranchen aufzuteilen. Ein Beispiel könnte sein, dass Kredit A 50% der Gesamtsumme ausmacht und über 20 Jahre fest verzinst ist. Kredit B besteht aus 30% und hat eine Zinsbindung von 5 Jahren. Kredit C hat einen variablen Zinssatz, am besten basierend auf einem öffentlich bekannten Referenzzinssatz wie dem Euribor, der von der Bank nicht manipuliert werden kann. Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie es ermöglicht, die Sicherheit eines festverzinslichen Kredits mit der Flexibilität eines variabel verzinslichen Kredits zu kombinieren und so das Beste aus beiden Modellen zu nutzen. Kernaussage 5. Jede Kreditsuche sollte planvoll und kompetent angegangen werden. Es ist erstaunlich, wie genau Menschen bei Einkäufen für Alltagsgegenstände vorgehen, sei es ein Auto, ein Computer oder sogar ein paar Schuhe. Sie sammeln Informationen, vergleichen Angebote und überprüfen die Ware sorgfältig, bevor sie sich für einen Kauf entscheiden. Doch wenn es um die Suche nach einem Immobilienkredit geht, greifen viele einfach zum erstbesten Angebot ihrer Hausbank. Hier sind einige wichtige Regeln, um diesen Fehler zu vermeiden. Die erste Regel besagt, dass du dir vor deinem Besuch in einer Bank Wissen aneignen solltest. Je mehr du über Immobilien und Kredite weißt, desto besser kannst du Angebote einschätzen, vergleichen und erfolgreicher verhandeln. Die zweite Regel besagt, dass Bankberater, Immobilienverkäufer, Baugeldvermittler und Vermögensberater Verkäufer sind, keine unabhängigen Berater. Selbst die freundlichsten und kompetentesten Kundenberater in deiner Bank handeln im Interesse ihres Arbeitgebers, nicht deinem. Objektiven und kompetenten Rat erhältst du hingegen bei Verbraucherzentralen, Honorarfinanzberatern und Immobiliengutachtern. Auch Sachbücher und Finanzartikel sind hilfreich, aber achte auf mögliche Interessenkonflikte der Autoren. Die dritte Regel besagt, dass ein sinnvoller Vergleich von Kreditangeboten nur möglich ist, wenn sie in ihrer Struktur absolut identisch sind und etwa zum selben Zeitpunkt eingeholt wurden, idealerweise am selben Tag. Selbst eine geringfügige Abweichung in der Zinsbindungsdauer von wenigen Monaten kann den Vergleich erheblich verfälschen. Dies gilt auch für Angebote, die in einem zeitlichen Abstand von mehreren Tagen oder Wochen eingeholt wurden. Achte auf die Gültigkeitsdauer im Angebot, die normalerweise 1 bis 3 Tage beträgt. Die vierte Regel besagt, dass der Sollzinssatz kein sinnvoller Vergleichsparameter ist. Daher sind Banken mittlerweile verpflichtet, den Effektivzinssatz anzugeben, der auch die Zinsbindungsfrist, Bearbeitungsgebühren und Vermittlerprovisionen berücksichtigt. In der Praxis bietet er jedoch auch keine zuverlässige Vergleichsgrundlage. Der Effektivzinssatz wird für die Gesamttilgungsdauer berechnet und basiert auf dem aktuellen Marktzinsniveau. Da die Zinsbindungsdauer in der Regel kürzer ist als die Tilgungsdauer, kann der Effektivzinssatz für die Gesamttilgungsdauer spekulativ sein. Um diese Unsicherheit zu umgehen, gibt es Regel Nummer 5. Vergleiche immer den sogenannten anfänglichen Effektivzinssatz. Dieser bezieht sich nur auf den vertraglich festgelegten Zeitraum für die Zinsbindung, also den Teil der Finanzierung, der wirklich festgelegt ist. Kernaussage 6. Viele Risiken bei der Eigenheimfinanzierung lassen sich reduzieren oder ganz vermeiden. Ein Eigenheim kann eine gute Art der Vermögensbildung und Altersvorsorge sein. Vorausgesetzt, man geht klug vor und hat nicht gerade großes Pech. Damit die Freude an deinem Eigenheim möglichst ungetrübt bleibt, möchten wir dich in diesem letzten Abschnitt auf einige Risiken und typische Fehler bei der Immobilienfinanzierung hinweisen. Das Standortrisiko ist eines der bekanntesten und wichtigsten Risiken beim Immobilienerwerb. Veränderungen am Standort des Objekts sind schwer vorhersehbar, können jedoch den Wert einer Immobilie erheblich mindern. Das kann passieren, wenn sich die Wohnqualität im Stadtviertel oder in der Region verschlechtert oder der Bau einer Durchgangsstraße die zuvor ruhige Lage beeinträchtigt. Das Liquiditätsrisiko, die Gefahr, fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen zu können, weil das Kapital in der Immobilie gebunden ist, ist ebenfalls ein relevantes Risiko. Der Verkauf einer Immobilie kann über 9 Monate in Anspruch nehmen, um den tatsächlichen Kaufpreis zu erhalten. Im Vergleich dazu können börsennotierte Anlagen oder Sparkonten innerhalb weniger Tage liquidiert werden. Weitere potenzielle Risiken sind das Markt-, Versicherungs-, Baufertigstellungs-, Zinsänderungs- und Ereignisrisiko. Diese Risiken können nie zu 100% ausgeschlossen werden,
aber man sollte sie auch nicht durch Unkenntnis oder Fahrlässigkeit unnötig erhöhen. Um schwerwiegende Konsequenzen zu vermeiden, ist bei der Finanzierung also eine umfassende Überlegung und Vorsicht erforderlich. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Dinge, die vermieden werden sollten. Ein Fehler wäre beispielsweise, sich bei einem Immobilienkauf unter Zeitdruck zu setzen. Hektisches Handeln erhöht das Risiko, Mängel am Gebäude, am Standort oder im Darlehensvertrag zu übersehen. Nimm dir Zeit, um dein Wunschobjekt ausführlich zu besichtigen und Angebote sowie Verträge sorgfältig zu prüfen. Eine zu knappe Kalkulation hat bereits vielen Menschen Probleme bereitet. Wenn dein Tilgungsplan keinen Spielraum für Unvorhergesehenes wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder plötzlich anfallende Modernisierungskosten lässt, kann dein Traum vom Eigenheim schnell zum finanziellen Albtraum werden. Plane großzügig, baue Puffer ein und warte gegebenenfalls lieber noch ein paar Jahre, bis du genügend Kapital angespart hast. Ein häufiger Fehler von Ehepaaren ist, keine klaren Vereinbarungen für den Fall einer Trennung zu treffen. Eine Scheidung ist schon schmerzhaft genug. Noch schlimmer und teurer wird es, wenn ein Streit um das Eigenheim ausbricht. Paare sollten daher bereits vor dem Kauf eine einvernehmliche Regelung für den Fall einer Trennung treffen, beispielsweise in Form eines Ehevertrags. Zusammenfassung zum Buch Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer von Gerd Kommer. Die gesamte Kernaussage des Buches ist, dass der Traum vom Eigenheim nicht so sicher und rentabel ist, wie oft dargestellt wird. Es erfordert sorgfältige Vorbereitung, ausreichend Eigenkapital und die Vermeidung typischer Fehler, um erfolgreich in die Welt der Immobilien zu investieren. Die wichtigsten Punkte, die du umsetzen kannst, sind: Erstens, dokumentiere alles. Halte alle Informationen und Schritte in deiner Eigenheimfinanzierung sorgfältig fest, um später gut informierte Entscheidungen treffen zu können. Zweitens, investiere in Beratung. Scheue nicht davor zurück, Fachleute wie Baugutachter, Honorarfinanzberater und andere Experten hinzuzuziehen, um fundierte Ratschläge zu erhalten, die möglicherweise Kosten und Ärger vermeiden können. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!